Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endless Space 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, heute ist ein neuer Tag. Meine Stimme ist wieder einigermaßen auf dem Damm. Das ist schön. Wahrscheinlich sieht es morgen schon wieder ganz anders aus. Ihr wisst das ja. Allergiezeit und so. Da ist es mal gut, mal schlecht. Und ja, will euch nicht weiter belästigen damit. Wir machen jetzt weiter. Virix. Da finden noch Bodenkämpfe statt. Hier können wir das sehen. Wir sind infanteriemäßig im Vorteil und auch was die Panzerung angeht. Ich denke daher, dass wir das hier gewinnen. Und ja, wir schicken gerade eine Flotte hier hoch nach Kras. Dort wollen wir noch einmarschieren. Hier haben wir eine Verteidigungsflotte für die Flotte, die hier bald ankommt. Ich werde hier nochmal auch auf Bewachen gehen, damit wir die abfangen können. Und ja, ich habe mir überlegt, wenn wir diese Flotte hier, wie viel Mannstärke hat die noch? Die hat noch 100%. Also die könnten wir natürlich auch nach Gikon schicken und dort ebenfalls platt machen. Und wisst ihr was? Wenn wir doch die Kapazität hier schon haben, dann machen wir das doch einfach. So, diese Flotte ist fertig. Die war, glaube ich, aber noch nicht aufgeladen. Doch, die hat schon wieder volle Mannstärke. Die fliegen wir jetzt mal hierher, nach Sabel. Das ist ja eins von diesen Magnetwelten. Und da vernichten wir einfach mal hier dieses Flöttchen von Lumeris, die sich da einfach mal so reingestellt haben. Ein weiteres Magnetsystem war hier bei Tsing. Da ist noch überhaupt nichts. Da könnten wir natürlich auch Schiffe reinstellen, wenn wir sie denn hätten. Und ja, wir produzieren zurzeit unseren ersten unser erstes Superschlachtschiff. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Und wenn ich hier so auf die Punktübersicht schaue, dann sehe ich, dass die Rissgeborenen Epsilon, dass die Punkte technisch fast gleich auf sind mit uns. So, machen wir eben die Bodenschlacht hier. Die dürften wir leicht gewonnen haben. Entscheidender Sieg. Und dann ist das auch abgewendet. Die Cravers möchten gerne nochmal einen Waffenstillstand aushandeln, fordern aber dafür 13.000 Dust. Wenn die mal sonst keine Sorgen oder Probleme haben, dann haben wir Bevölkerung auf Genimus verloren. Das ist momentan, habe ich schon erklärt, weil wir hier Nahrungsmangel haben. Das heißt, wir produzieren weniger, als wir verbrauchen und das Ganze geht an den Außenposten auf die neue Welt, die wir hier besiedeln. Mitten im Gebiet der Ungefallenen eigentlich. Und zwar Janus. Das System haben wir uns mal geschnappt. Das sind alles wunderbar schöne Planeten, die wir kolonisieren können. Und ja, da läuft momentan die Umwandlung von Außenposten zu Kolonie. Bewegen wir mal unsere Schiffchen durch. Oh, was ist denn hier bei Virix schon wieder los? Da kommen schon wieder neue Schiffe an. Ach, herrje. Sind aber auch ein paar Schlingels. So, wir greifen jetzt erstmal diese hier an. Das ist nur ein Invader-Schiff. Das wird wahrscheinlich wieder fliehen, aber das kennen wir ja schon. Manchmal bleiben sie dann ja doch und kämpfen. Aber meistens eben nicht. So. Wir setzen hier jetzt eben die Truppen ab. Oh, was ist denn? Was? Moment mal. Wieso haben wir denn jetzt hier so wenig... Wieso haben wir denn so wenig Leute jetzt hier? Das ist natürlich schlecht. Das verlieren wir natürlich. Ist doch klar. Brauche ich gar nicht... Schwere Niederlage. Bis auf zwei Panzer alles kaputt gegangen. Das war ja aber irgendwie auch klar. Hier wurde mir doch angezeigt, dass da noch 100% Mannstärke drauf ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja, dann kann die Flotte auch zurück nach Virix. Das ist ja wirklich ärgerlich jetzt. So, auf dieser Flotte ist die Mannstärke definitiv bei 100%. So. Sollen wir die dann nochmal rüberschicken nach Gykon? Kommen aber gerade auch so viele Schiffe rein. Wir warten mal lieber. Aber die eine Flotte, die wir hier zum Einmarschieren haben, die ist bei Kras angekommen. Die werden wir jetzt absetzen. Und da sieht das dann auch schon besser aus. Wobei... Ich bin hier ein bisschen irritiert durch die Anzahl der Truppen hier. Ich meine, wir haben natürlich viel mehr Panzer, aber ja gut, wir schauen einfach mal. Präemptive Bombardierung lassen wir natürlich durchführen. Ein Unentschieden. Ja, unsere Infanterie ist komplett ausgeschaltet. Von unseren Panzern auch ein paar. Und Infrastruktur haben wir auch zerstört. Ich muss sagen, ich bin nicht gerade begeistert, wie es hier gerade läuft.
Hier können wir nochmal angreifen. Da sind auch schon wieder Lumiris im Orbit. Ziel Imperium an auswählen. Ja, wir möchten natürlich die Lumiris angreifen. Überraschung, die werden sich zurückziehen. Da würde ich fast ein halbes Monatsgehalt draufsetzen. Ja. Und das hätte ich sicher gehabt, wenn denn einer gegengesetzt hätte. So, das sind alles so von hier. Die sind in Ordnung. Die machen uns keine Sorgen. Das dauert noch zwei Ründchen. Und dann schauen wir mal die ganzen Meldungen an. Bevölkerungszuwachs. Das sind die abgeschlossenen Bauten. Und die quantisierte Ökonomie ist erforscht. Das heißt, wir können jetzt hier auch nochmal ordentlich was für Dust-Gewinn, für Dust-Produktion bauen auf unseren Systemen. Das ist gut. Nächste Forschung haben wir auch schon ausgewählt, die Absorption von Gammastrahlen. Warum? Damit wir Antimaterie endlich abbauen können. Denn das hatte ich doch tatsächlich ja verschlafen. Da habe ich einfach nicht so drauf geachtet, sagen wir es mal so. Sagen wir ruhig, wie es ist. So, nächste Runde. Ja, Endless Space 2, das ist schon ein tolles Spiel. Also mir gefällt die Mechanik oder die einzelnen Spielmechaniken sehr gut. Das greift sehr gut ineinander. Es ist sehr taktisch. Und man hat eigentlich dadurch, dass man diese Quests hat, auch immer was zu tun. So, das ist Gykon, das ist jetzt klar, das ist verloren. Das ist einfach mal ein gescheiterter Übernahmeversuch. Dann haben wir eine Bodenschlacht auf Krass. Das sieht jetzt aber schon wesentlich besser aus. Das werden wir wohl gewinnen. Knapper Sieg. Dann sind die in der nächsten Runde fällig. Und auf Virix. Auf Virix. War Virix nicht schon... Hoppla. Ja gut, Bevölkerung verloren. War Virix nicht schon... Was soll denn das hier? Okay, also machen wir erstmal die Schlacht bei Thea. Da werden wir angegriffen. Das heißt, die werden wohl auch nicht fliehen. Stimmt, und wir haben locker gewonnen. Sehr schön. So, jetzt aber nochmal die Bodenschlacht auf Virix. Ich dachte, da wären wir schon durch. Wir können hier lokalen Widerstand benutzen. Dafür benutzen wir eine Bevölkerung, um die Mannstärke nochmal um 200 zu erhöhen. Das heißt, das ist das, was wir haben. Da werden wir dann aber gewinnen. Dann müsste das aber auch endgültig durch sein jetzt. Ja, jetzt ist es erledigt. So, Virix. War nochmal auf der Kippe. Oder hat dieses Schiff nochmal Truppen abgesetzt? Da bin ich jetzt überfragt. Werden wir auf jeden Fall angreifen, das Schiff. Ja, Mechaniken greifen gut zusammen. Dieses Spiel bekommt von mir das Prädikat besonders wertvoll. Nein, ich mag es einfach. Es ist ein sehr schönes Spiel. Freue mich auch schon hier weiterzumachen natürlich noch. Gut, Rückzug. Das werden wir auch noch eine Weile weiterspielen. Also mindestens bis zum Ende auf jeden Fall. Und vielleicht darüber hinaus. So, jetzt haben wir hier ein beschädigtes Schlachtschiff dabei. Das könnten wir aber noch reparieren. Wenn ich nicht schon gedrückt hätte. Ah, ich hätte vorher gucken müssen. Jetzt müssen wir kämpfen. Jetzt werden wir ein Schlachtschiff verlieren. Ja gut, die haben sich zurückgezogen. Ich hätte hier erst reparieren müssen. Oh, ist das teuer. Ist das teuer. Nehmen wir nur das eine, das hier, das kleine bisschen da, das kann sich auch selbst regenerieren. So, diese Flotte, wie sieht es jetzt mit der Mannstärke aus? Zeig mir das doch mal an. 0 und plus 0%. Hier auf Virix gibt es nichts zu holen. Das heißt, wir fliegen mal weiter nach Thea. Lassen dann unsere Truppen aufstocken. Und diese Flotte, die hat jetzt 95%. Plus 5% pro Runde. Das heißt, nächste Runde ist die wieder voll, dann fliegt die darüber nach Gykon und macht dort den Einfall. So, Lena Zillevas ist auf Stufe 16 gestiegen. Was wunderbar ist. Dann gucken wir mal, was wir noch für schöne Skills dazu wählen können. Plus 2 Wert des Vorkommens auf Vorkommen für strategische Ressourcen. Das ist wertvoll, das nehmen wir. Das nehmen wir. Ich weiß nicht, ob Lena Zille, was jetzt unbedingt in einem System stationiert ist, auf dem strategische Ressourcen sind. Die ist stationiert auf Sol. Nee, auf Sol haben wir gar keine strategischen Ressourcen. Aber ich lasse die trotzdem auf Sol, weil die natürlich auch viele andere Vorteile bringt, die für Sol natürlich gut sind. So, das Superschlachtschiff bei Sol ist fertig. Das heißt, das können wir...
beziehungsweise haben wir hier sogar strategische Ressourcen, und zwar Urichalzix. Das können wir aber noch nicht abbauen, da haben wir die Technologie noch nicht. Macht aber nichts. Wir haben strategische Ressourcen. Immerhin, so, das Superschlachtschiff, das startet jetzt. Das kostet alleine, glaube ich, schon 5 Kommandopunkte oder waren es 6? Lass uns mal kurz schauen gehen. Wow, sieht das schön aus. Das braucht 6 Kommandopunkte. Das heißt, wir könnten noch ein Schlachtschiff dazu packen. Fliegen mal nach Placidus. Es ist so schön, ein schöner Anblick. So, krass. Müssen wir hier nicht kämpfen? Passiert das nicht automatisch? Oder hatten wir das diese Runde schon? Genau, erstmal erkunden das System. Hatten wir, glaube ich, schon, ne? Genau, dann gehen wir mal in die nächste Runde. Und die Lumeris sind dann bald erledigt. Da müssen wir aufpassen wegen der Rissgeborenen, weil die laut Meldung in der letzten Folge, habt das vielleicht gesehen, kurz davor sind, zu gewinnen. Und zwar ein Errungenschaftssieg, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. So, die diplomatischen Beziehungen sind geändert. Das heißt, der Waffenstillstand ist ausgelaufen. Jetzt haben wir Kalten Krieg. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt. Tatgründer der Konglomerate fehlgeschlagen. Er schaffe als erster 2 Handelsgesellschaften. Das haben die Craver jetzt erreicht. So, krass. Das gehört jetzt uns. Das werden wir jetzt einnehmen. Tada! Ein neues System. Für uns. Was? Nein! Das ist ja eine Frechheit. Das darf doch nicht wahr sein. Also, die Rissgeborenen, Waffenstillstand gerade ausgelaufen, haben unser System durch Einfluss übernommen. Das ganze System, Kanzer, na hervorragend. Ich glaube, es geht los. Das ist ja wohl eine Frechheit. Aber eine ganz große Frechheit. So. Some things in this cosmos we have come to understand. You're not one of them. What do you want? Das ist ja wirklich eine Frechheit. Ja, dann ist klar, wo der nächste Krieg stattfindet. Wir haben jetzt diese 3 Systeme. Sollen wir den Lumeris, Gykon und Terzana, und hier haben sie auch noch 2 Systeme, sollen wir das denen lassen? Die stellen momentan, wir gucken mal hier auf die Punkte, keine Bedrohung da. Die sind mit 786 Punkten ganz unten an der Liste. Naja, also fast ganz unten. Die uns jetzt Sorgen machen, sind hier die Rissgeborenen. Und die haben einfach mal ein System von uns übernommen. Und das ist natürlich nicht gut. Ich würde daher sagen, dass wir Krieg gegen die Lumeris beenden. Wenn sie denn möchten. Sie haben es uns ja schon mehrfach vorgeschlagen. Wahrscheinlich, wenn ich sie ihnen jetzt vorschlage, dann wollen sie nicht. Dann stellen sie sich wahrscheinlich zickig an. And we thought we had learned to trust each other. Speak quickly. Wir können ja mal ein bisschen Geld fordern. Oh, die haben nicht viel Geld. Das würden sie sogar tun. Vielleicht können wir uns den Deal ja noch ein bisschen versüßen. So, behaltet euer Dust von mir aus. Wir kommen der Sache näher. Ja. Komm, das ist ein guter Deal. Sehen Sie scheinbar auch so. Den Friedens- oder den Waffenstillstand biete ich Ihnen jetzt an. We'll take it. And maybe we won't stop there. Gut. Gut. Haben wir dann unsere Flotten zurück. Und zwar schicke ich die jetzt nach Quarius.
Und zwar alle. Alle unsere Flotten gehen nach Quarius. Ja. Jetzt stehen wir hier gemeinsam mit den Lumeris im Orbit. Das kommt dann hier wohl nicht mehr zustande, dass wir die vertreiben. Ich bin überhaupt nicht sicher, was wir hier jetzt machen sollen. Ob wir hier jetzt einfach drinbleiben müssen in dem System. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich brauche die Flotte woanders. Das ist mir nicht wichtig genug jetzt. So. Alle Flotten sind beordert nach Quarius. Auch unser Superschlachtschiff geht dorthin. Das werden wir dann mit irgendeiner Flotte vereinen. Mal schauen, vielleicht finden wir ja in der nächsten Runde auch noch die Möglichkeit, dann eine Technologie zu finden, die uns Kommandopunkte gibt. Das wäre doch nice, wie man so schön sagt. Kostenlose Kampftaktik-Modifikation verfügbar. Ja, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon gemacht. Luxusressourcenpreise steigen am Markt. Eine Flotte ist noch untätig. Ach, das ist die eh schon da ist. Okay. Gut. So, was machen wir jetzt mit Quarius? Also, wir sammeln erstmal unsere Flotte und dann gibt es einen geballten Angriff. Einen geballten Angriff. Wie ihn dieses Spiel noch nicht gesehen hat. Das müssen wir einfach tun. Krass. Frisch erobert. Schauen wir mal. Die haben ein bisschen wenig Nahrung. Wir haben das zerstört hier, die nachhaltige Landwirtschaft. Das bauen wir dann neu auf. Außerdem, ja, das ist das Neue. Die neue Systemverbesserung, die wir bauen können. Sorgfältiges Sammeln gibt mehr Dust. Und dann bauen wir noch die Agenturen auf, die Pulvisproduktion. Und na, die sind natürlich nicht zufrieden. Von daher müssen wir auch vielleicht vorher nochmal was für die Zufriedenheit tun. Nehmen wir die unendlichen Supermärkte oder die unbegrenzten Supermärkte auch nochmal dazu. Dann haben wir hier in 6 Runden schon wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit, hoffentlich. Okay, dann ab in die nächste Runde. Oh, die Rissgeborenen, die können sich jetzt schon warm anziehen. Denn dass sie uns Kanzler abgenommen haben durch Einfluss, das ist eine Sache, da bin ich ja gar nicht gut zu sprechen drauf. Uraltes System wiederhergestellt, Sirius. Das Team der Wiederhersteller beansprucht das System Sirius für sich. Die Galaxie kommt einer ewigen Veränderung ein Stück näher. Okay. Tut mir leid, wir können nicht helfen. Sirius. Da oben. So, das haben jetzt die unsere. Ja, das hat unser Imperium. Das haben die Craver dann wahrscheinlich geholt. Ha! Allianz, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Auf der anderen Seite. Wenn wir mit denen jetzt eine Allianz eingehen, dann ist uns der Sieg sicher. Dann haben wir so gut wie gewonnen. Mit den Sophon und denen in einer Allianz, dann dürften wir die Siegbedingungen auf jeden Fall für irgendetwas erfüllt haben. Und das Spiel wäre gewonnen. Aber irgendwie flackert doch nicht so rum. Irgendwie sehe ich das nicht so ein. Tja, irgendwie sehe ich das nicht so ein. Nee. Machen wir nicht. Das wäre mir zu einfach. Das wäre zu einfach gewonnen, finde ich. Da versuchen wir nochmal ein bisschen was Besseres hier rauszuschlagen. So, wir haben Zugriff auf das Laubbäume. Können damit Systeme auf dem Wirtschaftsbildschirm verbessern, jawohl. Bevölkerungsverluste. So, hier müssen wir ein bisschen was Neues bauen. Quarius, Iridanus und Thea. Hier können wir auf jeden Fall noch mehr für das tun. Das tun wir dann auch. Dann Amosa. Unser System für Antimaterie. Hier müssen auf jeden Fall noch alle Möglichkeiten, alles was wir haben für... Aber haben wir schon, was ist das denn? Mikrowellenrohre. +2 pro Bevölkerung auf Planeten. Nicht schlecht.
Mikrowellenrohr, das könnte man bauen. Oh, hat aber einen ganz schönen Unterhalt. 32 Dust. Wir haben hier nichts mehr zum Verbessern der Ressourcen. Von daher würde ich sagen, machen wir erstmal die anderen Sachen hier. Dieses System ist noch gar nicht so von den Grundsachen ausgebaut. So, bauen wir das erstmal fertig. Dann haben wir noch Quarius. Hier ist auch noch viel zu tun. Zufriedenheit ist sehr hoch, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Guck mal hier, da können wir noch 100% Einfluss rausbekommen. Noch ein bisschen mehr Dust und natürlich mehr Forschung. Ich glaube, eins hatten wir noch, genau, Thea. Übernommen von den Lumiris. Schauen wir mal, was wir hier noch machen. Haben wir hier eigentlich Ressourcen? Hier gibt es Titanium. Und das war's. Der Planet ist generell sehr gut. Wir können hier diese das F-Realitätsinstitut bauen. Aber plus 40% Forschung. Gibt es hier noch die Labors mit Gravitationsabschirm. Außerdem ist dieser Planet ekstatisch. Aber das Optiklabor scheint schon gebaut zu sein. Ja, da machen wir danach noch das hier für ein bisschen mehr Dust. Hätten wir das doch. So. Und wir haben einen neuen Quadranten freigeschaltet in Wirtschaft und Handel. Und wir müssen jetzt auf den Technologiebildschirm. Denn wir brauchen noch Technologie für... Was hatte ich denn vorhin eigentlich gesagt? Ich wollte doch... Was wollte ich denn? Ich habe es irgendwie vergessen, was ich hier genau wollte. Reichtum der Endless, das ist, glaube ich, eine der Technologien, die für den Sieg erforderlich sind. Weil... Nee, doch nicht, oder? Könnte wohl sein... Ja doch, das sind die hier. Könnten wir sogar schon erforschen, wie es aussieht. Dauert ja auch nur 21 Runden, alles klar. Okay, die sind natürlich auch recht teuer. Das sind schließlich Siegbedingungsforschung oder Technologien. Was zeigt uns das denn hier an? Konsole, das ist glaube ich etwas, das schon erforscht wurde. Gibt es denn da noch frei? Ja, dieses hier wäre noch frei, oder? Oder ist das... Hoppla, da wollte ich jetzt gar nicht raus. Tja, bin ich auch nicht sicher. Was wird uns denn vorgeschlagen? Oft sind die ja auch nicht schlecht. Legierung aus Adamantian. Bessere Geschosse. Naja, nicht wirklich besser, aber... Klimakontrolle... Ja, hier können wir dann Terraforming beginnen. Terraforming ist eine Geschichte, mit denen man Planeten umwandeln kann. Zum Beispiel von Lava nach Wüste, dann von Wüste nach Boreal, oder hast du nicht gesehen, bis hoch zu Gaia-Planeten, glaube ich sogar. Ich würde sagen, wir nehmen mal das hier. Katalyse mit Raidit 7. Da können wir nämlich plus 100%... Nein, plus 100, nicht plus 100%. Das wäre natürlich der Hammer gewesen. Obwohl, das ist dann auch... Wir nehmen mal hier die Legierung aus Adamantian, damit wir im Industrie... im Militärzweig nicht hinten anfallen. Dann bewegen wir mal unsere Flotten durch. Die dürften sich ja, wie gesagt, jetzt alle bei Quarius sammeln. Dauert wohl eine Weile, insbesondere hier aus Krass. Die Flotte braucht noch 3 Runden... Ah, hier, die braucht sogar noch 7. Das ist noch eine Weile. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende. Und wir bereiten uns jetzt halt auf den Krieg vor. Das Allianzangebot mit den Rissgeborenen, das haben wir ausgeschlagen. Und wir werden hier... Ich weiß gar nicht, ist das nicht sogar die Hauptwelt hier? Scheinbar nicht. Wo haben die denn ihre Heimatwelt? Da gehört auch mal uns übrigens. Das haben wir schon verloren. Ah, da ist die Akademie auf Harrow im System Jovanus. Ja, keine Ahnung, wo die ihre Heimat haben. Vielleicht da oben bei Alcazone oder so. Wir werden auf jeden Fall Krieg beginnen gegen die Rissgeborenen, um deren Sieg zu verhindern und uns natürlich unsere Systeme wiederzuholen. Kanzler Ukda gehört für mich dazu, aber...
Lesart und Jovanus sehen auch schön aus. Die machen sich mit Sicherheit gut in unserem Repertoire an Sternsystemen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Wolfsherz. Ciao.